Zu Ostern gab es die neuen Ferrero-Küsschen cremigen Schokoeier. Wir gucken mal, ob diese geschmacklich überzeugen können. Willkommen bei der Foodschau. Ja, ich habe für euch hier die cremigen Schokoeier von Ferrero-Küsschen. Da könnte man sagen, das Ostern war doch schon, warum zeigst du uns das nach Ostern? Ja, liegt daran, ich habe sie zu Ostern überhaupt nicht gesehen. Ich wusste zwar, dass es die gibt, ich habe die aber nirgends gesehen. Real, Rewe, wo ich war, nirgendwo. Wo habe ich es heute durch Zufall gesehen? Bei Lidl. Bei Lidl war es in der Restebox mit drin, wo es dann hieß 50% weniger. Da sag ich, ja komm, dann nimmst du die mit, kannst du wenigstens mal ausprobieren. Was sind es? Es sind gefüllte Vollmilchschokoladeneier mit einer feinen Haselnusscreme. Ja, das war's dann schon, mehr ist es gar nicht. Soll im Ferrero-Küsschen-Stil sein. Kalorien 591 auf 100 Gramm, diese Tüte hat 100 Gramm und es wird versprochen, dass hier mindestens 19 von diesen kleinen grünen Eiern drin sind. Ja, mehr kann ich euch dazu schon gar nicht sagen. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht in Richtung Bueno geht oder Bueno Pearls. Das ist ja auch so ein großes Thema, wo es ja auch nicht weitergeht beim Thema Ferrero, ob diese Pearls irgendwie in den Handel kommen. Der Test ist ja schon seit Monaten vorbei. Das könnte vielleicht wirklich in diese Richtung gehen. Mal gucken, ich bin gleich gespannt vom Geschmack. Ihr geht in die Nahaufnahme. Ich habe es natürlich schon gedreht, liegt auch schon vor mir und dann probieren wir sie. Also, bis gleich. Und hier haben wir sie, die Ferrero-Küsschen Schokoeier. Da seht ihr sie. Das ist wirklich ein kleines Ei, leicht, nicht so glänzend die Schokolade. Innen drin ist halt die Cremefüllung. Ja, und mehr kann ich euch dazu schon wieder gar nicht zeigen, weil es relativ einfach gehalten ist. Ich zeige euch aber natürlich noch die Zutaten und die Nährwerte. Wenn ihr sie länger lesen möchtet, dann drückt wie immer Pause. Und jetzt probieren wir es. Und wir sind wieder da und jetzt werden sie ausprobiert. Ich bin gespannt. Optisch ist halt eine leicht angelaufene Schokolade, muss man sagen. Also ist jetzt nicht hochglänzend. Jetzt bin ich nur vom Geschmack und vom Geruch natürlich gespannt. Der Cremekern ist auf jeden Fall fester als beim Bueno. Also das ist wirklich eine feste Creme. Ich probiere es mal. Also ist schön. Intensiv eine Haselnuss. Es ist aber kein Bueno. Es ist wirklich ein eigener Geschmack. Bueno schmeckt anders. Also es geht sehr in die Richtung, aber Bueno schmeckt nochmal ganz anders. Hat nochmal so eine feinere, andere Note. Was hier aber, finde ich, gut ist an den Eiern, es ist ein relativ dünner Schokoladenmantel und relativ viel Creme. Und darum hast du so eine richtige Haselnuss-Creme-Explosion im Mund. Ist eine sehr leckere Version, würde ich mir vielleicht sogar einer größeren Version wünschen, also dass das nicht so viele kleine eingepackte sind und dass es etwas größere Kugeln sind. Da kann Ferrero und Ferrero-Küsschen gerne nächstes Ostern oder vielleicht zu Weihnachten irgendeine Version rausbringen. Wir könnten daraus einfach Kugeln machen. Würde sich sicher verkaufen, lege ich euch ans Herz. Wenn ihr sie noch seht, schlagt nochmal zu. Wie gesagt, bei Lidl hatte ich jetzt noch Glück. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, sonst müsst ihr wirklich noch relativ lange wieder drauf warten. Auf jeden Fall eine leckere Version. Kriegt von mir auch 4 von 5 Punkten. Ist eine leckere Version. Wie gesagt, noch nicht ganz perfekt, vielleicht, weil es mir ein Ticken zu klein ist. Aber schmeckt lecker. Könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr es ausprobiert habt, schon vielleicht schon, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr sie gefunden habt. Oder würdet ihr sie probieren, schreibt es auch gerne rein. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ich lasse mir jetzt noch ein paar von diesen Schokoeiern schmecken. Bis dahin. Danke, bis bald.